Insbesondere wenn man mit der Flinte schießen geht, sollte man relativ zeitnah danach den Lauf wieder sauber machen. Grund dafür ist, wir schießen zum Beispiel mit Slugs, also Flintenlaufgeschosse, und die sind dann nur mal aus Blei. Und Blei setzt sich halt per Rückstand im Lauf ab und das muss halt wieder entfernt werden. Ihr seht es hier an dem eingespielten Foto, ich hoffe man sieht es jedenfalls, was für eine Sauerei allein schon durch 54 Schuss Slugs verursacht werden kann. Ich benutze jetzt hier mein Niebling-Putzset mit dem Niebling-Langwaffen-Carbonstab. Hatte ich ja schon mal vorgestellt. Den Niebling-Bürsten und ich nehme hier, um den Lauf schon mal vorbereitend einzusprühen im Innenbereich, Schletek-Laufreiniger, Bohrcleaner, um den Lauf entsprechend sauber zu machen. Dazu führen wir die Sonde in den Lauf ein und suppen diesen entsprechend schön ein. So, das lassen wir jetzt einfach ein bisschen einwirken. Der Vorteil bei dem Schletek Bohrcleaner ist ganz einfach, dass er durch die Sonde 4 Strahle aus der Sonde rausbläst, der dann halt den kompletten Lauf 360 Grad einsprüht. Und das ist natürlich ein Vorteil. So, wir nehmen dann die Niebling Kaliber 12 Bürste. Diese passt wie alle anderen Bürsten auch ganz normal in dieses Gewinde von der Niebling rein. Das ist halt der schöne Eingewinde für alle Bürsten. So, man muss jetzt dazu sagen, das ist ein Lauf mit glattem Lauf, kein gezogener Lauf. Das heißt, ich brauche mir jetzt hier eigentlich keinen Kopf zu machen von wegen mit Krone vorne drin beschädigen, wie auch immer. Das heißt, ich ziehe hier jetzt die Bürste vor und zurück durch den Lauf. Der eine wird sagen, der tickt auch nicht mehr ganz rund. Ich sage ganz einfach, solange ich die Bürste komplett durchschiebe und alle Borsten unten wieder rauskommen, kann ich das wunderbar tun. Wichtig ist halt nur, dass es schön langsam und gleichmäßig passiert. Denn wir sehen es auch hier, der Carbonstab, der von meinem Liebling, biegt sich hier so gut wie nicht durch. Damit ist eine saubere, geradlinige Führung durch den Lauf absolut kein Problem. Der Schletek Bohrcleaner, nur so als Information, ist relativ geruchsangenehm. Das heißt, er riecht so ein bisschen nach Bubblegum, Kaugummi und damit stößt er nicht so sauer auf, wie jetzt zum Beispiel, was mir persönlich immer wieder so einen Würgereiz hervorruft, zum Beispiel Ballistol, was meistens an dem Aerosol liegt, was da drin ist, mag ich überhaupt nicht. So, wir sehen es auch schon, die Bürste war eigentlich nagelneu, wie dreckig die schon ist, was da also schon an Schmodder gelöst wurde. Ich hau da jetzt einfach nochmal ein bisschen was von dem Bohrcleaner in den Lauf rein. Und dann schieben wir einfach die Messingbürste noch ein paar Mal durch. Ich persönlich finde jetzt diesen Carbonstab von Niebling finde ich eigentlich sehr, sehr schön. Er ist sehr robust, er ist sehr verwindungssteif und damit lässt er sich sehr, sehr angenehm durch den Lauf führen. Zur Not bei engeren Kalibern, wie jetzt Kaliber 30, also die 30er Serie, 30.06, 30.308 etc., kann es durchaus sich lohnen, auch von Niebling die Putzstockführung zu nehmen. Die habe ich hier auch liegen, zeige ich euch gleich noch. So, jetzt nehmen wir nochmal die Nylonbürste. Das ist ja eigentlich eine Ölbürste. Und jetzt gehen wir mal ganz kurz durch und jetzt nehme ich einen Patch, in dem Moment ein Stück Zellstoff und schiebe den jetzt. So, und da sieht man schon, was man alleine jetzt nur durch diese paar Durchgänge an
Blei und Rückstände aus dem Lauf raus. Und das ist tatsächlich hier so gut wie alles Blei. Das Problem mit Blei ist halt, es lässt sich richtig, richtig schlecht lösen. Das muss man ganz klar dazu sagen, egal was man für ein Reinigungsmittel jetzt nimmt. Es dauert halt wirklich einige Zeit, bis man das Blei hier tatsächlich alles raus hat. Wenn alle Stricke reißen, dann muss man halt mit schärferen Mitteln, wieder mit dem Roblamil oder ähnliches, da durchgehen, um die Bleirückstände tatsächlich dort vernünftig rauszulösen. Ich glaube, da werden wir noch mal ein bisschen Bohrcleaner reinsprutzen. Und dann lassen wir es einfach noch mal ein bisschen einwirken. Preislich liegt jetzt dieser Putzstab hier bei, ich glaube, um die 60, 65 Euro. Der ist aber auf jeden Fall sein Geld wert. Während der Bohrcleaner jetzt gerade am Einwirken ist, habe ich ja kurz erwähnt, die Putzstoppführung. Wir haben jetzt hier für das Kaliber 30, also 7,62, das ist eine mehrteilige Putzstoppführung. Das heißt, ich habe hier den Konus, der in die Patronenkammer eingeführt wird. Dieser ist hier abschraubbar. Das heißt, ich kann den auch, je nachdem, was es für eine Waffe ist, kann ich ihn abschrauben, kann den einführen und dann von hinten das Hauptführungsrohr wieder anschrauben. Ich habe dann hier einen fixierbaren Kammerstängelersatz. Das heißt, den nehme ich und kann dann genau in die Position, wo der Kammerstängel eingeführt wird oder eingehängt wird, kann ich den nehmen, kann den hier arretieren und dann ist das Ding tatsächlich fest und ich kann hier über diese Verschraubung da dann sogar noch ein bisschen Spannung aufbauen, dass er tatsächlich fest sitzt. Ja, hier oben durch diese Öffnung kann ich dann auch den Putzstab mit der Bürste hier einführen und kann dann von hier oben zum Beispiel Reinigungsmittel einträufeln. Link hierzu poste ich euch unten. Ist eine sehr schöne Geschichte, sind auch nicht wirklich so teuer. Ich müsste mal nachgucken, wie teuer, aber es war tatsächlich nicht so viel. So, und dann haben wir hier eine zweiteilige im Kaliber 27416 von der Firma Niebling. Das ist eine zweiteilige, weil auch hier habe ich jetzt diesen künstlichen Kammerstängel, aber das ist halt ein durchgehendes Rohr anstelle von dem anderen, den mehrteiligen. Aber auch hier habe ich wieder die Öffnung, um die Bürste entsprechend sichtbar mit Reinigungsmittel etc. zu versorgen. Kann ich aber auf jeden Fall empfehlen. Ich habe leider Gottes im Moment nach wie vor keine Waffe zur Hand, mit der ich diese tatsächlich demonstrieren könnte. An dem Thema bin ich im Moment noch ein bisschen dran. So, dann wollen wir mal die Bürsten wieder tauschen. Jetzt haben wir ein bisschen einwirken lassen. Und das Ganze nochmal von vorne. Also man muss schon einige Durchgänge machen, damit die Bürsten tatsächlich den ganzen Blei erwischen und auch lösen können. Und man sollte bei diesen Sachen auch immer vernünftiges Reinigungsmittel verwenden. Wie gesagt, zum Reinigen. Ich persönlich schwöre mittlerweile tatsächlich fast nur noch auf das Material von Schlätek. Ich finde das Zeug sehr, sehr gut. Preis-Leistung passt für mich einfach. Und sie haben einfach die Auswahl an Reinigungsmitteln, die ich benötige und Schmiermitteln vor allem. Das heißt nicht, dass die anderen Schmiermittel, die ich vorgestellt habe, nichts taugen. Ganz im Gegenteil, die sind genauso gut oder auch sehr, sehr gut. Ich persönlich habe einfach für mich herausgefunden, dass Schlätek eigentlich für mich so ein bisschen das Mittel der Wahl ist. Das ist einfach eine persönliche Präferenz. So, jetzt schieben wir den nochmal da durch. So, und auch hier sehen wir wieder, was da für ein Dreck letzten Endes mit rauskommt. Und ich bin auch relativ weit weg, glaube ich, davon, um diesen Lauf hier tatsächlich sauber zu haben.
Aber ich denke auch nicht, dass ich den heute Tutto Completo fertig sauber kriegen werde. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass es gerade bei der Flinte durchaus erforderlich sein kann, mehrere Putzdurchgänge zu machen, bis man diesen Lauf tatsächlich richtig, richtig sauber hat. So, wie gesagt, so mache ich letzten Endes meine Flinte sauber. In diesem Sinn, ich hoffe, es hat euch einigermaßen gefallen. Links, wie gesagt, zur Shooters Corner, unten, wo ihr alle Produkte hier von den Lieblingen, die ich euch gezeigt habe, beziehen könnt, poste ich euch unten. Genauso auch die Links zum Schlätek Shop, um dort die Schmier- und Putzmittel zu bestellen. In diesem Sinn, macht's gut!